Ich spiele im Froschkönig die Fee Fingerhut. Ich bin ein Charakter, der vielleicht in der originalen Geschichte schwer zu finden ist, aber heute darf ich, oder in diesem Projekt darf ich dann doch eine nicht wichtige, aber auch nicht unwichtige Rolle spielen. Fee Fingerhut ist eine, wie der Name schon sagt, Fee, die mehr oder weniger aus Ungeschick und Zufall verwickelt wird in die Geschichte des Froschkönigs und die ja mehr oder weniger auch den Hauptprotagonisten Guy in den Frosch auch verwandelt. Ja, ich bin auf jeden Fall neu in dem Märchen, original nicht drin. Aber das finde ich auch sehr schön, weil es gibt mir die Freiheit, auch außerhalb des Rahmens, den wir schon kennen, irgendwie ein bisschen rumzuexperimentieren und trotzdem zu wissen, es ist ein Märchen, aber keine vorgeschriebene, kein Bild schon zu haben, also völlig bildloser Charakter. Ich kann praktisch tun, was ich möchte, weil Fingerhut gab es in dem Kontext noch nicht. Zusammenhalt. Für mich ist die Botschaft zusammenhalten und Hoffnung behalten für das, was Gutes ist und was Familie bedeutet, was Liebe bedeutet, was Freunde sind. Und dass man im Endeffekt, selbst wenn nahezu unmöglich erscheinende Umstände vorhanden sind und vorliegen, man trotzdem eine Lösung findet. Als ich kleiner war, gab es auf jeden Fall Weihnachtsrituale. Also ich erinnere mich daran, dass wir eigentlich jedes Weihnachten immer lustigerweise einen tschechischen Film angeschaut haben, einen tschechischen Märchenfilm. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.